Hallo, wir sind Wiebke und Fridolin. Und wir sind ein Pärchen. Kann man so sagen? Oh ja. Pärchen, Pärchen, Pärchen. Und über unser Pärchen sein, da haben wir ein Lied geschrieben. Lustiges Lied. Ja, ein sehr lustiges Lied. Pärchen. Aber das ist leider viel zu lang für diese Sendung hier. Puff, puff, happy hour. Deswegen spielen wir das jetzt nicht. Nee. Wir spielen lieber einen Protestsong für Hühner. Kennst du das Land auf dem Foto auf dem Tetra Pak? Das Land mit den glücklichen Kühen, mit dem lachenden Schwein auf dem Thüringer Hack, wo die Bio-Zitronen blühen. Das ist das Land, in dem die Hühnerbeine wachsen, ganz ohne Körper, einfach nur die Haxenkopf. Lose, körperlose Hühnerbeine laufen durch die Landschaft ganz alleine. Hör nicht auf die Polit-Magazin-Reportagen, die wollen den Henry-Nannen-Preis und höhere Gagen. Hör nicht auf die Investigativ-Journalien, die sind nur geil auf Geld und auf Ehrenmedaillen. Sie sagen dir, wir hier, wir hier. Wir hier in den westlichen Industrienationen, wir wollen vom Huhn doch nur das eine, und zwar Brust und Beine, und der Rest vom Huhn kann dann sehen, wo er bleibt. Ja, der Rest vom Huhn kann dann sehen, wo er bleibt. Den Rest vom Huhn, den schicken wir in Kisten. Zumindest sagen das diese Journalisten nach Afrika. Wo unsere viel zu billigen, tiefgefrorenen Hühnerteile, unsere viel zu billigen, tiefgefrorenen Hühnerteile den armen Afrikanern auch ihren Markt für Geflügel kaputt machen. Wo ich auch sage, Afrika, haben die keine anderen Probleme? Ja, vielleicht hätten wir doch besser die Pärchen. Wobei, dann hättet ihr nie was erfahren. Von dem Land auf dem Foto, auf dem Tetrapack, das Land mit den glücklichen Kühen, mit dem lachenden Schwein auf dem Thüringer Hack, wo die Bio-Zitronen blühen. Hör nicht auf die Polit-Magazin-Reportagen, die wollen den Henry-Nannen-Preis und höhere Gagen. Hör nicht auf Greenpeace, Foodwatch und Attack, das sind auch nur Lobbyisten, im Pulli statt im Frack. Sie sagen dir, wir hier, dir, wir hier. Wir hier haben Banken, die mit Lebensmittelpreisen spekulieren. Und wenn die Preise... Was für Banken? Wie, was für... Ja, was für Banken? Na, unsere Bank. Meine Bank, oder na, was? Ja, nicht alle Banken, aber na, die... Sag halt meine Bank. Ist doch jetzt ganz egal. Ja, meine Bank, oder was? Sag halt meine Bank. Irgendeine Bank. X-beliebige deutsche Bank. Also, wir hier haben Banken, die mit Lebensmittelpreisen spekulieren. Und wenn die Preise steigen, perverserweise profitieren. Und der Rest von der Welt kann dann sehen, wo er bleibt. Ja, der Rest von der Welt kann dann sehen, wo er bleibt. Der Rest von der Welt in den Entwicklungsländern muss dann eben mal seinen Speiseplan ändern. Oder die steigen einfach in ihr Schlauchboot und paddeln rüber. Paddeln! In das Land, in dem Lavash Kiri einen Grund dafür hat, dass sie lacht, weil man da die Butter aus Butterblumen macht. Das ist das Land. Das ist das Land, in dem die Rinder sich CO2-neutral verhalten, weil sie ihr Kohlendioxid mit einer Software verwalten. Da gehen die einfach abends, wenn die von der Weide kommen, in den Ordner temporäre Dateien. Unterordner CO2, rechte Maustaste, löschen, Klick. Sind Sie sicher, dass Sie den Ordner CO2 in den Papierkorb verschieben? Ja, weg damit. So einfach geht das. Rechte Maustaste. Ja, rechte Maustaste. Ey, das mit der rechten Maustaste checkt noch nicht mal meine Mutter. Deine Mutter, die hat auch noch nie was gehört. Von dem Land, in dem die Hühnerbeine wachsen, ganz ohne Körper, einfach nur die Haxenkopf. Lose, körperlose Hühnerbeine laufen durch die Landschaft ganz alleine. Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie. Ah. Und die kennen sich seit der Schule. So viel Glück. Das gönne ich denen aber von ganzem Herzen. Oh. Zünd ich gleich mal eine Kerze für die an.